So, guten Morgen. Ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop, neue Tagesaufgabe. Shop kommt jetzt, Tagesaufgabe kommt später. Aber für euch erstmal wichtige Infos. Wir machen die Skin-Verlosung definitiv nicht bei 2500 Abonnenten, sondern da gab es eine Planänderung. Nämlich, ich habe gestern schon einen Skin verlost. Ich will jetzt einfach immer die belohnen, die wirklich mit im Stream sind. Heißt, wir haben 800 V-Bucks. An dem Tag wird dann ein Skin verlost, werde ich aber immerhin hier in dem Shop-Video sagen. Also definitiv guckt euch die Shop-Videos an. Also da werdet ihr eigentlich immer die wichtigsten Informationen finden. Ist genauso, was jetzt die Custom Games betrifft mit Preisgeldern. Habe ich zwar noch ein separates Video zu gemacht, aber darauf werde ich auch ganz kurz eingehen. So, wie machen wir das mit den Skin-Verlosungen? Sobald ich 800 V-Bucks habe, wird ein 800 V-Bucks-Skin verlost. Und Abfahrt. Ich will einfach konstant die belohnen, die halt immer da sind. So, wenn du natürlich auch einen Skin haben willst, was musst du tun? Wenn du bei den Custom Games mitmachen willst, was musst du tun? Gerne abonnieren, gerne die Glocke aktivieren. Ist für dich persönlich wichtig, damit du siehst, wann ich online bin, wann Custom Games laufen und wann eventuell eine Skin-Verlosung ist. So, was das betrifft, das Wichtigste überhaupt, halt wie gesagt, Abo dalassen. Glocke aktivieren, aber das Wichtigste ist auf jeden Fall eine Freundschaftsanfrage verschicken, nämlich an yt-familyhack. Bitte schickt mir eine Anfrage, ich nehme auch alle Anfragen an, macht euch da mal keine Gedanken. So, weil wir sind jetzt insgesamt fast, haben wir die 800 Leute jetzt erreicht. So, was dann die Skin-Verlosung betrifft, sag ich schon direkt, ihr müsst wirklich mit mir schon länger befreundet sein. Also wenn da irgendwie steht, wir müssen noch 48 Stunden warten, habt ihr in dem Moment leider Pech gehabt. Aber dann sage ich einfach, beim nächsten Mal sind wir dann befreundet und dann ist deine Chance natürlich auch wieder höher. Ich will halt wirklich die belohnen, die schon länger dabei sind und nicht gerade erst angekommen sind. So, dann was die Custom Games betrifft. Kurzfassung von den Regeln. Ihr dürft nicht teamen. Und bitte den Namen eingeben, also so, dass man im Stream euren Namen sieht. Geht ganz einfach. Ich habe gestern extra nochmal nachgeguckt. Ihr müsst dafür in die Einstellungen da. Und wo ist es hier? Der Anonymitätsmodus. Das muss aus sein. Weil solltet ihr gewinnen, sage ich ganz ehrlich, dann kann ich nicht wirklich nachvollziehen, wer da gewonnen hat. So, wie machen wir das Ganze mit den Custom Games? Wir machen das quasi wie so ein Ligasystem. Über einen gewissen Zeitraum, jetzt haben wir erstmal genommen, bis übernächste Woche Sonntag. Wann genau, werde ich halt noch entscheiden. Wir müssen ja dann gucken, dass irgendwie das Alte vorbei ist und das Neue gleichzeitig beginnt. Dann habe ich euch schon mal vorbereitet, wer gestern alles so gewonnen hat. Weil gestern haben wir schon damit angefangen. Einmal hat da der Seer hat gewonnen, der Dreams und Toxix, jeweils mit einem Sieg. Einmal 4 Kills, 4 Kills, 2 Kills. Kills sind uninteressant, die Siege, die zählen. Also danach wird definitiv gesucht. Nicht 3 Siege und 26 Kills, sondern wirklich die Siege sind entscheidend. So, dann erstmal nochmal Danke an alle, die gestern gespendet haben, die 3 Chaoten. Erstmal geht da auch ein Gruß raus, da habe ich euch natürlich auch was vorbereitet. Ihr seht ja schon, die Liste wird länger. Also ich kann nur jedem Einzelnen danken, der mir da irgendwas geschenkt hat. Ich weiß, einige haben gestern schon im Stream gesagt, kauf dir doch mal selber was, du musst doch nicht immer alles an uns verschenken. Aber ganz ehrlich, wenn ich diese Liste sehe, ich werde ja auch von euch beschenkt. Von daher passt das Ganze schon und kann immer wieder nur Danke sagen. So, dann gehen wir aber jetzt mal rein in den Shop. Und was haben wir? Genau, wir haben eine Abstimmung. Das Problem ist, ich habe die Aufnahme eben schon mal gemacht und dann wollte ich mir den Skin genau angucken und die Aufnahme ist abgeschmiert. Also ich habe für sie gestimmt, schreibt einfach mal in die Kommentare, für wen ihr so abgestimmt habt. Ich denke mal, die meisten werden doch ihn nehmen, aber sie gefällt mir einfach im Endeffekt besser. So, gucken wir auch direkt mal, der Mesh-Anführer ist wieder da. Der gute Season 9. So, mein Controller ist auch wieder am Start. Oh, wir haben direkt 3 Sachen in einem. Also einmal der Mesh mit den verschiedenen Stilen. Ja, das war es an der Stelle komplett. Einmal in bunt, einmal in grau. So sieht er natürlich nice aus. So ist er mir einfach zu bunt.
Also muss ich wirklich sagen, der ist mir definitiv zu bunt. So, was haben wir noch? Rückenteile natürlich auch in der passenden Farbe. Einmal in Rosa und einmal in Metallic Silber. Sieht so ein bisschen nach Formel 1 McLaren aus. Sieht aber nice aus. Aber passt, in meinen Augen passt es halt wirklich nur zu diesem einen Skin. So. Keine Spitzhacke? Ah, dann haben wir hier noch den. Wer kennt es nicht? Ich sag nur Go Go Power Ranger. Ich weiß nicht, ist das, wenn Kill macht oder? Ne, ist integriert. Also ihr bekommt quasi den Skin, das Rückenteil und das Emote nochmal einzeln. Ich zeig's gerade nochmal. Also für 1600 V-Bucks geht das aber vollkommen in Ordnung. So, was haben wir denn noch drin? Die Fate ist wieder da. Der Skin ist eigentlich auch ziemlich beliebt bei euch, habe ich das Gefühl. Also definitiv. Aber der Skin ist auch schön. Aber ich finde, wir haben inzwischen zu viele Frauen mit so einfachem Cape. Da wird die Farbe ein bisschen geändert und das war's dann auch schon wieder. So, dazu haben wir natürlich das passende Rückenaccessoire. Passt gerade bei dem Skin eigentlich auch recht gut. Aber ganz ehrlich, da würde ich den Skin lieber komplett ohne irgendwas spielen. Einfach nur so, wie er ist. So, dann haben wir. Achso, wir haben noch. Ach, wir haben noch mehr. Dazu haben wir dann noch den passenden Kleider. Gott, von der Season 4. Gott, da merkt man erstmal, wie die Zeit vergeht. So, den haben wir. Und die Spitzhacke. Schicksalsrahmen. Ah ja. Nicht schlecht. Aber also irgendwie ein bisschen komisch zusammengebaut, habe ich das Gefühl. Jetzt könnte man den quasi wirklich so zusammenklappen. So, dann haben wir haben es eben schon gesehen. Kristall ist wieder da. Die Nerd-Agentin quasi. Ist eigentlich auch ein schöner 800 V-Bucks-Skin. Wie gesagt, der könnte verlost werden. Oder, warte, ich will nur gerade was gucken. Ne, der wird definitiv verlost. Weil wir haben nur. Ja. Der Skin wird dann heute Abend verlost. Wenn ihr natürlich alle sagt, nein, wollen wir nicht, dann können wir auch gerne morgen den nächsten Skin nehmen. Also ich werde im Stream dann fragen, ob ihr die haben wollt, weil halt heute nur einer zur Auswahl ist. Und dann werden wir einfach mal schauen. Und wenn ihr sagt, nein, der ist Schrott, den will keiner, dann lassen wir das, dann machen wir das Ganze einen Tag später. So, weil das Skin an sich ist nicht schlecht. Wir wissen ja, linkes Bein, Schienbeinschoner, Knieschoner, wie gehabt. So, dann der Bronto ist wieder da. Mit seinem schönen Rückenteil. Aber ihr wisst ja, ich mag so Skins ja eigentlich nicht. Ich habe zwar selber so einen, aber ich weiß nicht, irgendwie stört mich das. Wäre das Maul jetzt einfach nur rot, eine Zunge raus oder so, wird vollkommen reichen. Aber wir sehen die Skins ja meistens so. Und so geht da eigentlich, finde ich. Ist nicht verkehrt. Rückenaccessoire ist natürlich irgendwie. Das Rückenaccessoire geht irgendwie gar nicht. Ich weiß nicht, das sieht einfach komisch aus. So, dann haben wir dazu noch den passenden Kleider. Der könnte ein bisschen groß sein. Ja, der nimmt euch viel Sicht weg. Also zum Spielen eigentlich kein guter Kleider. So, dazu noch die Spitzhacke, kräftiger Biss. Ja, kennen wir ja schon. War ja schon lange da. So, dann die Emira ist wieder da. Und kriegen wir die zweite Variante? Ja. Davon habe ich ja auch den männlichen Zauberer. Aber da sage ich immer, die dunkle Seite gefällt mir da deutlich besser. Natürlich mit passendem Rückenaccessoire. Ändert sich die Tasche? Ja, die Tasche gibt es auch in dunkel und hell. Aber da sage ich immer wieder, deshalb habe ich auch die männliche Version. Männliche Version gefällt mir deutlich besser. Aber die weibliche geht, aber wenn ich die Wahl habe zwischen männlich und weiblich, nehme ich die männliche. So, was haben wir noch drin? Facetta haben wir drin. Das ist immer wieder, auch wenn wir den erst vor kurzem, glaube ich, drin hatten. Es ist ein schöner Skin. Also definitiv.
Wäre auch so einer mit meiner Favoriten derzeit. Ist halt ein Skin, den würde ich wirklich auch länger spielen. Ist einfach schön. Einfach schön. Ihr wisst ja, wie es geht. Einfach schön. So, dann haben wir Pirouette. Wunderbar. Ist halt eher was für die Mädchen. So, dann royale Muckis. Ja. So sehen die meisten noch von euch aus. Bisschen schmal gebaut, aber keine Angst, das kommt alles noch. Aber wurde in Season 1 eingeführt. Ein Season 1 Emote. Dann haben wir noch Kluck. Den kenne ich auch noch. Tack. Tack. Und wir haben aufgeweckt. Sieht bei ihnen natürlich alles ein bisschen komisch aus, habe ich das für irgendwie das Gefühl. So, dann noch mal ganz kurz wegen der Freundschaftsanfrage. Warum das Ganze? Ja, das Gedudel brauchen wir jetzt nicht die ganze Zeit. So. Kurz wegen der Freundschaftsanfrage. Hat den Grund, wie gesagt, ich habe ja gesagt, 48 Stunden müssen wir befreundet sein. Ihr seht, eigentlich ist jeder so weit drin. Aber zum Beispiel Alex Angelo, den kann ich wahrscheinlich heute Abend erst verschenken, da passt es wiederum. Aber wie gesagt, vergesst die Freundesanfrage nicht. Es ist wirklich wichtig, weil ansonsten klappt das Ganze nicht. So, dann haben wir eigentlich alles Wichtige durch. Und ich würde sagen, wir. Ach nee, ich habe hier noch die Tarnung vergessen. Eieieiei. Schande über mein Haupt. Da habe ich doch glatt die Tarnung fast vergessen. Ja, die ist gar nicht mehr so schlecht. Schlecht ist sie definitiv nicht. Nice. Auf jeden Fall nice anzuschauen. So, jetzt haben wir aber dann alles durch. Gerade mal gucken, wo meine Maus ist, nicht, dass hier wieder irgendwas klickt. So, wie gesagt, wir haben alles soweit durch. Denkt dran, Creator Code auch nicht vergessen. Guckt immer, ob er drin ist. Ihr wisst ja inzwischen, wo das Ganze ist. Warum steht der eigentlich hier nicht? Ach, jetzt steht er hier ganz außen. Eieieiei. So, wir haben aber jetzt alles durchgegangen. Ich hoffe, man sieht es heute Abend im Stream. Wie gesagt, Skin-Verlosung werden wir dann im Stream entscheiden, ob wir Kristall mit reinnehmen oder nicht. Ihr habt da die Entscheidung, weil ich sage nicht einfach, nee, der wird jetzt verlost, der wird jetzt verlost. Also wenn ihr alle sagt, nein, will ich nicht, dann machen wir das auch nicht. So, dann würde ich sagen, bis nachher, euch einen schönen Tag und haut rein.